Lieben. So, Teil 2 zur Familienaufstellung. Ich habe gesagt, ich gebe noch entsprechend mein eigenes Statement dazu ab, aber ich wollte es nicht mit den anderen Clips dieses Mal machen, damit ihr eben ja, eure Erfahrungen, euer Erleben, euer Denken darüber frei mitteilt, ohne dass ihr dann denkt, na, okay, die hat jetzt das und das gesagt, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich das so. Ja, leider lassen sich halt viele Menschen auch Tatsache von den Aussagen anderer beeinflussen. Es ist gut, sich das anzuhören, die Meinungen anderer, aber jeder sollte dennoch auf sein Bauchgefühl, auf seine Meinung, auf seinen Glauben hören. Heißt aber nicht natürlich, dass man sich verrennen soll. Nur eben deswegen, nur weil jemand was gesagt hat, nicht sofort dann, oh, na, dann erzähle ich jetzt nichts und dann sage ich nicht mehr. Und das ist halt schlecht. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt separat gemacht. Und ja, okay, wie denke ich zur Familienaufstellung und warum? Also in eine Familienaufstellung finde ich einerseits sehr gut und praktisch, aber, und hier ein großes, großes Aber. Vorweg, eine Familienaufstellung wird beispielsweise durchgeführt, um Konflikte festzustellen und eben auch dann einfach mal aus sich rauszulassen. Wir haben öfters in unserem Unterbewusstsein noch Situationen verankert, die uns, ja, im weiteren Leben begleiten und auch beeinflussen. Manches Mal wissen wir gar nicht so genau, warum. Warum handeln wir jetzt so? Warum reagiere ich jetzt unbedingt so? Warum macht mich sowas jetzt wütend? Beispiel. Und genau das kann man beispielsweise mit einer Familienaufstellung herausfinden, gucken, was dahinter war oder eben auch mal einfach entsprechend diesen Personen auch mal eine Meinung sagen, was man so vielleicht nicht täte. Das Schwierige an einer Familienaufstellung ist jedoch, dass es Menschen gibt, die eben, das hatte ich ja hier auch am Anfang schon gebracht, sich sehr schnell beeinflussen lassen. Und die dann auch fest daran glauben, das, was da jetzt gesagt wird, so ist es. Und deswegen ist es jetzt so und so. Und teilweise gingen dadurch erst recht Familien kaputt, Partnerschaften kaputt, weitere Konflikte, weil der Mensch sich gesagt hat, ja, aber. Da war das doch so und so. Und der Leiter hat doch gesagt gehabt, das hängt jetzt da und damit zusammen. Und deswegen bin ich so und so. Nein. Und das ist eben das Fatale an der Sache. Ja? Wenn du als Mensch gefestigt bist, wenn du ein gutes Selbstwert hast, ein gutes Selbstvertrauen auch hast und auch selbst reflektieren kannst, viele können heute leider nicht mehr hinterfragen oder reflektieren, dann geht das. Wenn du aber genau damit die Probleme hast, sprich eben dieses Hinterfragen, dieses Reflektieren, dieses Prüfen, ja, und eben ein schwaches Selbstwert, dann wird es eben sehr, sehr schwierig und kann richtig gefährlich werden. Und deswegen ist es halt auch hier wieder sehr wichtig, dass man genau schaut, okay, ist das ein Institut, ist das eine einzelne Person, wie viel Erfahrung, wo hat die das gelernt, ja, die Person oder von dem Institut. Gibt es vielleicht sogar schon Rezessionen darüber? Einfach das erstmal alles anhören. Nicht sofort, oh ja, das wollte ich schon immer machen, ah, da steht was drin, oh, da ist ein Specialpreis, nehme ich. Nein, um Gottes Willen, das gerade nicht. Ihr müsst bedenken, der Mensch, der jetzt beispielsweise als Vater hingestellt wird, als Mutter hingestellt, als Kind, der kennt doch euer Erleben gar nicht. Der kennt weder euer Erleben, eure Geschichte, die gesamte Situation, gar nichts. Diese Menschen sollen ja nur darauf reagieren, wie du quasi als derjenige, der im Mittelpunkt steht, agierst. Ja, wenn ich jetzt dann als Beispiel du bist gerade derjenige, der vor mir ist jetzt, ja. Du bist jetzt, wer bist du mal? Du bist meine Schwester, als Beispiel. Und ich habe mit dir total, sorry, in der Kindheit Knatsch gehabt. Und ich habe das aber nie rausgelassen, habe das nie gesagt, habe das vergraben. Und das hat mich aber weiter beschäftigt. Und ich reagiere jetzt entsprechend zu dir, wie gesagt, meinem Gegenüber. Und bring die Sachen entsprechend mal alle an, die mich nerven, die mich an dir nerven, was mich geärgert hat von früher. Und du reagierst auf meinen Frust oder auf meine Ängste.
Du reagierst auf die Aussagen, auf mein Wirken, auf meine Gestik, Mimik, alles das, was ich dir präsentiere. Aber du weißt doch gar nicht, was vorgefallen ist. Ja, du hörst meine Sichtweise, aber zu einer Sichtweise im Endeffekt gehören immer zwei. Im Endeffekt müsste jetzt meine Schwester erstmal angehört werden. Ja, wie war das denn überhaupt? Und wie hast du das empfunden? Und, ne? Und dann könnte eine dritte Person quasi wie ein Mediator fungieren. Und das ist eben dieses Fatale. Ein anderer kann dir zwar auf dein Gefühl, auf das, wie du dich gibst, reagieren, was dir wiederum auch zeigen kann, okay, das habe ich jetzt gar nicht bedacht, habe ich jetzt anders gesehen. Dafür ist es wiederum gut. Aber jetzt für diese ganzen tiefen Sachen kann eben dein Gegenüber gar nicht adäquat reagieren und agieren, weil er eben diese Geschichte dahinter gar nicht kennt. Vielleicht habe ich ja jetzt auch was komplett Falsches wiedergegeben, weil ich das beispielsweise so in Erinnerung habe oder eben dieses Gefühl für mich so tief verankert ist. Aber vielleicht war diese ganze Story ganz, ganz anders. Ja, und genau da ist es eben sehr, sehr heikel. Also ich habe da wirklich schon teilweise Sachen gehört, wo ich dachte, oh mein Gott. Da hieß es beispielsweise dann, ja, dieser Mensch wäre ungewollt gewesen, das hätte nie zu der Geburt kommen sollen. Und ja, das hatte auch noch einen Zwilling gehabt, das wäre gestorben. Alles durch so eine Familienaufstellung. Und das stimmte nicht. Der Mensch wiederum hat sich aber daran festgekrallt, weil endlich hat er verstanden. Deswegen habe ich dieses Gefühl. Deswegen habe ich vielleicht auch diese Ängste, weil, hey, ich habe meinen Zwilling verloren. Und ja, dann hieß es von wegen, ja, kaufen Sie sich etwas, was Sie an Ihren Zwilling erinnert, geben Sie dem Zwilling am besten auch einen Namen und so weiter. Und nichts stimmte. Nichts, nichts, 0,0. Wenn man sich dann mit den Eltern entsprechend mal unterhalten hat und mal so ein bisschen in die Tiefe gegangen ist, nichts. Aber dieser Mensch von dieser Familienaufstellung hat das so gut verkauft. Und eben, wie gesagt, an einem Menschen, der psychisch vorbelastet ist und das natürlich dann aufgegriffen hat und hey, es war die perfekte Lösung. Ja, weil hey, somit bräuchte er nicht an mir arbeiten, weil ich habe ja das und das erlebt. Und oh, mein armer, armer Zwilling. Und oh, ich war nicht mal gewollt. Und ne? Versteht ihr, was ich meine? Das jetzt war nur mal ein Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Es gibt aber auch Tatsache Situationen, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, es ist halt entscheidend, wer sowas macht, wie viel Erfahrung derjenige hat, ob er auch wirklich gut aufklärt und auch eben ja, sich die Klienten richtig anschaut und vielleicht auch ein paar Fragen stellt, ja, weil genau diese psychologische Vorerkrankung und all das, das sollte schon abgecheckt sein und eben auch, dass man entsprechend genau darauf mit eingehen kann, um sowas eben wie gerade erzählt zu vermeiden oder zu vermindern. Leider sind halt Tatsache die meisten aufs Geld aus. Es kostet schon ordentlich gut Geld, sowas. Und ja, das war mein Statement dazu. Das war das, was ich aus auch psychologischer Sicht entsprechend mitteilen kann, was ich rundherum auch eben erfahren habe oder erlebt habe. Weshalb ich das Ganze einfach ein bisschen mit Vorsicht genießen würde, wenn ihr sowas anstrebt. Das nur so zum Nachdenken mal. Okay, ich freue mich auf eure Statements, auf eure Meinung, eure Gedanken. In diesem Sinne, habt einen tollen Abend. Bye!